Hallo, willkommen bei Nopo. Heute mal ein Kurzblog zu meinem neuen GSM-Tool. Wie ihr da seht, habe ich das Ding in der Steckdose hängen. Das ist die Hauptstromversorgung. Klar, kann man sich darüber streiten. Alles relativ einfach gehalten, aber trotzdem ganz nützliches Tool. Und ja, der eine Stecker ist übrigens nicht repariert. Der ist nur dicker umwickelt mit Isoband, weil das handlicher ist. Weil wenn man den mal rausziehen muss und immer das Kabel in der Hand, davon wird auch nicht besser. Grundsätzlich ist das Ding, was ich da zeige, ein ganz nützliches Ding. Ganz nützliches Tool. Also man hat die Möglichkeit, auch über Zeitschaltuhr zu schalten. Und man hat da auch einen Temperatursensor dran, um die Umgebungstemperatur zu messen. Aber viel wichtiger, das Ding meldet mir per SMS durch eine eingefügte SIM-Card, wann der Strom ausgeht und wann er wieder angeht. Klar, über die zuständige App oder die zu bekommende App dazu könnte ich auch die Anlage an- und ausschalten, wie ich will. Über mein Handy. Aber das will ich gar nicht. Ich finde nur ganz gut, dass das Ding mir halt meldet, wann der Strom aus ist und wann er eben halt wieder angeht. Weil durch meinen Notstromwechselrichter habe ich so Belüfterversorgung von 20 Stunden plus minus ein paar Stunden. Ja, und wenn der Strom mal gar nicht mehr angeht, dann weiß ich, ich muss mal an den Teich, um zu gucken, was ich da machen kann. Grundsätzlich ein ganz nützliches Tool. Gibt es für die Hutschiene irgendwie am Sicherungskasten. Keine Ahnung, bin kein Elektriker. Wohl ein bisschen günstiger für so gut 29, 30 Euro. Ich habe für das schöne Ding jetzt mal so 89 Euro hingelegt. Aber ich finde, eine ganz nette Sache. Und wenn man den Teich nicht direkt vom Haus hat, wie es bei mir der Fall ist, ist das ein ganz nettes Tool. Klar, produziert das ein paar Zusatzkosten, aber ich finde, das ist mit so einer Prepaid-Karte von einschlägigen Telefonanbietern durchaus im Rahmen. Und so weiß man halt immer Bescheid. Für den Worst Case ist man damit gut gerüstet. Ich finde, es ist eine nette Sache und bin immer begeistert, was da heute so alles technisch machbar ist. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, das Ding gibt es günstig im Internet. Ganz einfach installiert. Ja, also ansonsten, schönen Abend, schöne Woche. Wenn euch das gefallen hat, gerne liken, abonnieren, kommentieren.